Hi, willkommen zurück zur sechsten Folge von Stray. In der letzten Folge haben wir dieses kleine Adventure gehabt und haben Spaltasar über Funk erreicht. Und da versuchen wir jetzt, wohin zu kommen, durch die Kanalisation. Und da werden wir jetzt weitermachen. Let's go. Aber erstmal müssen wir zu dem Labor, wo uns wo Momo jetzt hinführt. Also legen wir los. Sagt der eigentlich noch was? Oma hat mir diesen Schall gestrickt. Ist nicht wunderbar. Sie macht das so gut. Ah. Hey, Momo, wo bist du hin? Da. Macht der auch Fußspuren? Er macht keine Fußspuren. Okay. Warum blinkt hier auf dem Rucksack was auf? Was kennen wir doch schon? Ach so, weil das übersetzen kann. Komm schon, Seamus, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Steht da gar nicht, wie der redet. Diese Situation ist ziemlich hart für Seamus. Er will nichts mehr von den Außenwäldern hören. Mir will er nicht helfen. Aber du? Ich glaube, ich habe eine Idee. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Seamus. Neuen Gegenstand darum. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleiner Außenwäldler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Alles klar. Er schläft. Könnte hier eine Erinnerung sein? Hey. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Achso, muss das Tagebuch zeigen, aber ich will erstmal hier gucken. Warte doch mal. Ah, dann hier das Tagebuch. Hier. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Ja. Erstmal Katz. Das machen, was eine Katze tut. Alles rumschmeißen. Hey, ich will da hoch. Frech. Übersetzen. Die Zeit wird zeigen. Die Zeit? Die Uhr. Uhren. 2 Uhr. Knapp 5 Uhr. 1 Uhr und nochmal 1 Uhr. Die Uhren zeigen wohl einen Code, ha? Das erste Bild, was ich genommen habe, war anscheinend gleich das Richtige. Auf den Tisch komme ich nicht. Hast du was? Die Zeit wird es zeigen. Ist das eine Art Hinweis? Wahrscheinlich. Müssen ja die Uhren irgendwie sein. Hä? Warum eigentlich 16 Stunden? Also echt.
Da muss ich raus. Ach, geht gar nicht. Ja. Die Zeit wird zeigen, aber die Zeit spricht nicht. Was soll das heißen? Ja. Das sind auch die einzigen Uhren hier. Heißt er mir? Alter, die Wohnung durchsuchen, viel durchsuchen kannst du ja hier nicht. Kann mit den Uhren aber auch nichts machen. Ach, jetzt kann ich das Bild auch benutzen. Ah. Das ging vorher nicht. Dieser Code ist mir noch nie aufgefallen. Wie konnte ich nur übersehen? Keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. Was meinst du? 2512? Ich kann es ja mal eingeben. 2512. Nee, war falsch. Die Uhren scheinen aber das Rätsel der Lösung zu sein. 11. 2511. Warst du knapp dran? 2, 5, 1, 1. Ja. Da ist ein Zug. Beobachtung, hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Ich muss mal kurz die Musik ein bisschen runterdrehen. Die ist mir etwas zu laut in den Kopfhörern. So. Ah, das ist besser. Für euch ist es ein bisschen leiser, denke ich mal. Diese Baupläne, die müssen für seine Zorgwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Karton runterschmeißen. Stimmt, was drin war. Aber weggeflogen. Kaputter Peilsender. Dieser Peilsender ist dafür ausgelegt, mit den korrekten Koordinaten einen bestimmten Roboter zu finden. Den Papa. Leider ist er kaputt. Wir sollten einen Weg finden, ihn zu reparieren. Das wird wohl Momo machen. Defluxor-Bauplan. Konzept lichtgestützte Handfeuerwaffe. Geringe Priorität. Aussehen, Größe, Dezibelausstoß. Dezibelausstoß. Oh. Hohe Priorität unter realen Bedingungen testen. Ziel, Vernichtung von 20 Zorgs pro Sekunde. Aha.
Oh, was haben wir hier? Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zorgs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Das ist für die nicht so gut. Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Ja. Warte, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herausfinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zorgs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Vorsicht! Ball auf den Kopf gekriegt! Du musst diesen Peilsender reparieren. Du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du in den Slums jemanden finden, der dir hilft. Na Momo, oder? Momo war in der Bar, ne? Dann auf zur Bar. Momo! Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Seamus etwas Interessantes gefunden? Ja. Ein interessantes Gerät, aber es sieht kaputt aus. Vielleicht kann dir jemand aus dem Dorf helfen, es zu reparieren. Hast du eine Bar in der Bar gefragt? Ich bin gerade in der Bar und frage jemanden. Fragen wir mal den Barkeeper. Was für ein schönes Gerät und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt. Nur ein bisschen. Naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot. Sein Büro ist gleich links von hier. In der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Ist das der, der uns den Binärcode gegeben hat? Gut möglich. Was ist links vom Laden? Bei Oma, also... Hier. Er hier, wa? Ja. Da ist Omas Laden. Ist aber nicht links. Die haben Ponchos. Der Horror-Eimer. Der geht immer noch steil. Schilder an der Tür. Ist das hier? Ja, das ist der mit dem Binär, der uns den Binärcode. Ja, Elliot, genau. Ja, kann ich dir helfen? Ja. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Tohima BR-2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Wow, das ist eine Maschine. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich dein Peilsender reparieren kann. Der Poncho. Bitteschön. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Schau, kein Bibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen, ich muss nur noch Update machen und noch eine Sache. Voila. Du tippst auf mir rum. Reparierter Peilsender.
Na bitte, Kleines, viel Glück bei deiner Suche nach der Person, die du suchst. Zu Momo oder zu Seamus? Ups. Gehen wir erstmal zu Momo. Ja, hast du schon gesagt. Ist es einer dieser neuen Spielekonsolen? Dann zu Seamus, ja? Oder kann ich den verwenden? Warte mal. Dieser Peilsender sieht für mich repariert aus. Zeigen wir ihn Seamus. Ja, okay. Und wo ist der jetzt hin? Jetzt hätte man sich mal den Weg merken müssen, wo Momo vorhin langgelaufen ist. Der ist hier lang, gell? Hier und dann über die Farbe. Genau, da hinten war das. Hier war der. Genau. Ha! Habe ich nicht einen guten Orientierungssinn? Ja. Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Ja. Du hast es geschafft. Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Wie der guckt. Oh nein, invertierte Steuerung. Ah, da durch die Tür mit dem Rad, wa? Ach, mach doch mal die Tüte jetzt weg. Danke. Das muss es sein, er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Stellt euch mal vor, die ganzen Zorgs würden hier jetzt durchrennen. Wir werden alle verloren. Okay. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Computer sagt nein. Sieh dir all diese Zork-Eier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zorks werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Okay. Ich werde dir die Tür öffnen. Jetzt wird's gefährlich, ja? Es tut mir leid, ich kann nicht weitergehen. Ich bin nicht so schnell. Die Zorks werden mich kriegen. Bitte finde ihn. Bitte bring meinen Papa zurück. Ups. Nein. Okay. Hier ist dunkel. Fängt es an zu regnen oder was? Nee.
So, kann ja gar nicht regnen, haha. Schon eine sehr beklemmende Stimmung jetzt hier an der Stelle. Eine Erinnerung. Okay. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Kommt mir bekannt vor. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Okay, hier scheint es drei zu geben. Wir haben immer noch nicht das eine gefunden. Gut, ich habe jetzt auch nicht explizit danach geguckt. Sackgasse. So, Point of No Return. Okay. Ist halt immer doof, wenn man nicht weiß, wo man hinrennen muss, ne? Unsearchable, was sollen diese Zahlen bedeuten? Gut, dann versuchen wir mal zum Glück jetzt hier durchzurennen. Let's go. Ganz schön schnell, die Kiefer. Ah, ihr seid doof. Okay, ich muss unten lang. Oh. War ja gar nicht gefährlich. Aber da hinten ging es irgendwie nochmal links, oder? Kann das sein? Nee, es sind keine Codes. Aber trotzdem nett, dass du mitdenkst. Ich glaube, in die Brühe hier möchte ich nicht reinfallen. Nee, andere Richtung bitte. So. Ah, okay. Zurück und wieder zurück. Oh, jetzt heißt wieder rennen. Könnte ich dieses Fass eigentlich auch benutzen? Oh, was? Arme Mieze. Alles okay, das war ein heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein, weit ist es nicht mehr. Alles okay, Mieze? Nee, sie ist verletzt. Jetzt geht's wieder. Was sind das hier eigentlich für Geräusche, ey? Fahrräder. Ah, und jetzt? Bin ich doch gefangen, oder? Ah, ne, ich seh's, okay. Katzen kommen echt überall hin. Huh. Huh?
in Erinnerung. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einem harmlosen Angelruder und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Okay, also gibt es jetzt hier unten noch eine. Und hier kann ich schlafen. Mal kurz ausruhen. Man kann sogar, wenn sie schläft, miauen. Ach, hier ist sogar eine Angel, oder? Aber das in der Brühe möchte man bestimmt nicht essen wollen. Na gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich vermute mal, wir müssen hinter mir. Ja, ich gucke erstmal da. Gegenstand verwenden. Das haben wir leider noch nicht. Es ist ein Stromgenerator, aber er scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Machen wir doch erst drüber. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit der 6. Folge von Stray hier auf YouTube. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Haut rein, euer Smoker.